Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu dem Spiel mit den unfairsten Speicherpunkten, Alien Isolation, Part, bei welchem Part sind wir eigentlich? Ich glaube 84, nee, jetzt mal im Ernst, ich hab's echt vergessen, ich glaube Part 17 oder so. Ja, das dürfte Part 17 sein. Hoffen wir's einfach mal, meine Freunde. Ich war gerade an der Stelle, als ich das Medikit eingesammelt habe. Jetzt darf ich nicht sterben, sonst muss ich wieder von vorne anfangen. Das wäre ziemlich schlecht. Jetzt bin ich gerade hier in dem Raum mit dieser netten Frau. Oh, sexy Lady, was geht ab? Kann ich deine Nummer haben? Oh, du bist ja tot. Okay. Wow. Da kommt jemand. Okay, also ich habe hier ganz viel auf dem Radar. Hier sind ja überall diese Menschen. Okay, ich glaube, das war der Alien gerade. Hoffentlich kommt er hier nicht rein, Mann. Dieser Sauhund. Sonst kriegt er ein paar aufs Maul. Okay, oh, ich habe voll Angst. Geh mal schnell hier hin. Jetzt gucken wir erstmal, ob wir was zum Lesen haben. So, wunderschön. War das alles? Okay. Fehler, ja, wunderschöner Text. Oh, ein Audio. Turner, hier unten in San Cristobal ist was passiert. Sperren Sie alles ab, damit niemand den Tatort stört, bis Garcia mit der Spurensicherung kommt. Das bleibt vorerst unter uns. Absolute Verschwiegenheit. Auf der Station sollte jetzt wirklich besser keine Panik ausbrechen. Und noch was, wenn ich rausfinde, wer das an Ransom weitergegeben hat, dem werde ich seine Scheißdienstmarke zu fressen geben. Er taucht auf, faselt irgendwas von Sixten Sonderrechten und hat sich das ganze Theater aus nächster Nähe anschauen können. Dies ist ein ernstes Problem. Das Letzte, was ich brauche, ist, dass dieser Ransom Schwierigkeiten macht. Waits, Ende. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde die Audiologs immer so langweilig. Da könnte man voll einschlafen, so. Das könnten die so verkaufen, so jetzt gerade zu Weihnachten, so. Brauchen sie eine Einschlafmusik? Dann kaufen sie sich Alien Isolation. Eine Ausweiskarte, cool. Okay, so, also erstmal, sag mal, bin ich geduckt? Oh, fuck. Ich hasse es, wenn hier überall was auf dem Radar ist. Kriegt man voll die Panik. Okay, jetzt gehen wir einfach mal, Moment. So, ich muss, was ist denn das? Erhalten Sie Zugang zum San Cristobal-Empfang. Da kann ich ja nicht hin zu der Türe. Genau, die Türe ist, glaube ich, zu. Ich brauche jetzt so eine Schlüsselkarte oder irgendwie sowas. Und die dürfte hier irgendwo in dem Raum rumliegen. Und da gucke ich jetzt einfach mal. Was? Oh, Scheiße. Das da draußen sind Leute. Ha, das sind die ersten Menschen, die ich sehe. Kommt hier rein. Hey, du Assi, bleib weg. Ich sag's dir. Ich habe einen Revolver und ich werde ihn benutzen. Ein Let's Play in einem Raum. Ja, wunderschön. Fast so schön wie mit dem Spind. Ich gehe. Jetzt habe ich erst nicht geguckt, wo ich hin muss. Bin ich eigentlich dumm oder so? Meine Fresse. Ich sollte eigentlich rechts raus, aber da sind so viele Leute. Das ist voll scheiße. Wie soll ich das schaffen? Operationssaal. Achso, da bin ich gerade drin. Der Raum sieht interessant aus hier. Der kleine Raum. Übrigens, es ist heute so kalt in Deutschland, also, jetzt, ich wohne ja in Baden-Württemberg, es ist so eiskalt, also ohne Witz. Ich glaube, wenn es so weitergeht, dann haben wir in 3 Jahren eine Eiszeit. Ja, jetzt lacht ihr nur, meine Freunde. Ihr werdet hier in 3 Jahren fahren wir mit dem Schlitten zur Arbeit. Okay, wow. Jetzt komm, jetzt gehen wir einfach mal hier raus, scheiß drauf. So, hier haben wir was zum Aufmachen. Fuck, Alter. Hallo? Ich hab grad voll Angst, ey. Schnell gehen wir hier rein. Okay. Sieht doch eigentlich recht gut aus. Die sind alle ganz weit dahinter. Ganz weit dahinter. Was ist denn das hier? Sieht interessant aus. Was haben wir hier? Hey, duck dich nicht. Sag mal, sind wir hier in Outlast oder was? Steh auf. Oh, fuck. Okay, das war der Alien. Was ist denn das hier? Ah, geduckt. Was ist das hier? Ach, jetzt habe ich schon...
Alter, ich bin gerade voll erschrocken, ey. Wieso schreit ihr hier so rum? Okay, komm, geh hier raus. Oh, fuck! Ich bin unschuldig. Bitte lass mich in Ruhe. Oh, was ist da los? Ich glaube, das sieht die Radieschen jetzt von unten, meine Freunde. Oh, fuck. Ich glaube, der ist tot. Aber das... Da ist jemand, oder? Oh, nein. Jetzt habe ich mir wieder der beste Raum rausgesucht. Ein Let's Play unter einem Bett. Oh, what? Oh, nein. Oh, ja, kill die alle. Die haben es nicht verdient zu leben. Ja. Oh nein. Oh, bitte hau ab. Oh, fuck. Oh nein. Los. Dahinter gibt's ganz viele Menschen. Die kannst du alle essen. Ich schmeck nicht gut. Ja. Oh, fuck. Das ist doch wieder richtig behindert. Wie soll man das schaffen? Das ist ein Glücksspiel. Du gewinnst eher im Lotto, als hier ohne zu sterben rauszukommen. Ich muss da lang. Ich habe keine Chance. Aber da ist der Alien. Das wird richtig geil. Da ist der Alien, ja. Oder? Das ist doch der Alien. Soll ich da jetzt lang? Ich hab doch keinen Plan, Alter. Irgendwo kann man hier auch speichern. Oh, what the fuck? Jetzt ist der im Schacht. Ja. Wahrscheinlich kommt er gleich vor mir runter. Das wäre voll der Zufall. Oh, der ist direkt über mir. Wie die das immer machen, dass der direkt über einem ist. So die ganze Zeit so. Der kotzt mich so an, ich gehe da jetzt voll raus, Alter. Ja, jetzt läuft er gerade sowieso weg. Jetzt oder nie. Halt mal. Ich wollte ja in den Raum. Der Raum ist da. Also muss ich rechts raus und links rüber. Schaffe ich das? Oh ja. Irgendwie schaffen wir es schon. Mit ganz viel Glück. Okay, jetzt komm schon. Hallo? Hey! Leute! Ich habe echt keinen Plan, ob da was drin ist, was ich brauche. Aber ich gehe da jetzt einfach mal hin. Ist das überhaupt ein Raum? What the fuck? Was ist denn das? Och, das ist ja ganz toll. Oh, ich bin richtig gefickt. Das war's, Leute. Frohe Weihnachten. Frohes Hanukkah. Frohe Ostern. Oh Mann. Okay, ich hab's überlebt. Ich wusste es. Schnell. Okay, wo kann ich jetzt nur lang? Oh fuck. Ganz ruhig dann. Es war nur die Türe. Wo sind die ganzen Leute? Oh mein Gott. Geh da rein, schnell. Okay, ich hab's doch schon mal ganz schön weit geschafft eigentlich. Jetzt bin ich wieder hier am Anfang. Ja, oh, es läuft immer besser. Oh oh. Okay, komm schon.
Ich will es in dem Part schaffen. Ich will es einfach nur hinter mir haben. Wenn ich einmal speichern könnte, aber das geht ja nicht. Weil es hier so wenig Speicherpunkte gibt. Die wollen, dass man stirbt. Die wollen, dass man das Spiel nimmt und auf den Boden schlägt. Das wollen die. Ich glaube, der erinnert... Wow. Ich glaube, der Alien hat echt fast alle Menschen umgebracht. Ohne Witz. Okay, schnell, das ist meine Chance. Ah, wo bin ich? Hilfe. Überall Wände, überall graue Wände. Hä? Aber ich blick's gerade nicht mehr. Hallo? Irgendwo eine Speicherstation. Oh fuck. Okay Leute, ganz ruhig. Das ist das erste Mal in dem Part, dass ich in dem Spind bin. Es ist alles gut. Es ist noch nichts zu spät. Ja, seht ihr, jetzt ist wieder niemand da. Okay, ich hab mich täuscht. Hau ab! Wieso, was? Sind da zwei Aliens jetzt? Was ist da los? Ich glaube, das ist ein Mensch. Ja, kill den Mensch! Hey, das wäre sehr nett von dir. Das wäre sehr nett von dir, Herr Alien. Okay, Leute, dann reden wir mal ein bisschen rüdigerisch. So, was haben wir hier? Ein Spind, wunderschön. Okay, was ist auf dem Motion Tracker? Gar nichts. Ah. Oh nee, jetzt kommen die... Oh nee, jetzt habe ich wieder der perfekte Moment erwischt, ohne Witz. Oh, ich will den Part nicht so lang machen. Ich will irgendwie speichern, wenn es geht. Oh Mann. Weißt du, was ist das für eine Frau? Die ungelenkigste Frau im ganzen Universum. Ich meine, wieso dreht die sich nicht einfach mal kurz nach links, wenn man sich nach links drehen will? Aber nee, hier ist so eine Sperre drin. So, nee, die Amanda, die darf sich jetzt nicht umdrehen. Die ist hier gefangen in dem Spind. Wow. Entweder ist da ein Mensch direkt neben mir, oder der Alien ist im Schacht. Aber irgendwas ist direkt neben mir und ich habe irgendwie Angst. Da ist tatsächlich jemand, oder? Oder? Ja. Das ist doch ein Mensch, oder? Hallo? Nee. Ich glaube, das ist ein Staubsauger. Nee, ich glaube, es sind echt zwei Menschen. Ja. Ja. Ja, holt sie, die Alien. Ist deine Chance. Jetzt oder nie. Jetzt oder nie. Fick sie ins Knie. Okay, Leute. Ich glaube, ich kann gleich raus. Aber ich will jetzt noch nicht raus, weil die sind immer noch direkt neben mir. Aber die laufen gerade weiter. Dahinter kommt der Alien. Oh, die sind richtig gefickt. Jetzt sind sie richtig dran. Ja. Ja. Ich wünsche dir einen guten Appetit, Herr Alien. Das wird bestimmt lecker. Ach nee, das ist der Mensch, ich Vollidiot, oder? Also irgendwas läuft da gerade schief. Wieso holt er die nicht? Der war auch direkt über ihnen. Ist ja dumm, der Alien, Alter. Also langsam regt's mich echt auf. Ja, langsam geht da der Part zu lang. Oh Mann, ist das behindert. Okay, jetzt. YOLO! YOLO-Mode activated. Karte. Wo bin ich hier? Hallo? Oh fuck. Heiliges Jerusalem. Oh. Das war gerade richtig knapp. Oh fuck.
Du dreige Missgeburt! Ja. So ein fettes Kind. Da wird man doch wütend, ey. Was soll die Scheiße? Jetzt kann ich wieder von vorne anfangen. Was ist das eigentlich? Missgeburt! So eine Scheiße habe ich noch nie verleppt, ohne Witz. Da kommt mir die Kotze hoch, aber richtig heftig, ey. Aber richtig heftig. Komm her, du Missgeburt. Ich knall dich ab. Ich mache jetzt noch einen Versuch. Ich renne da jetzt durch, ja? Ja, das machen wir jetzt. Das machen wir jetzt. Los! Was für Zugangscode benötigt? Alter, ich weiß ihn doch! Also echt. Ich bin gerade kurz vorm Nervenzusammenbruch. Also lang halte ich es nicht mehr aus. 2505. Jetzt habe ich den Code. Jetzt kann ich ihn eingeben. So. 2505. Oh, 2502 habe ich jetzt gemacht. 2505. Oh, jetzt habe ich die Karte. Nimm sie, los, Gerhard. Ja, bist du denn dumm? Hast du einen Dachschaden im Kopf, mein Freund? Guck mal, so, jetzt stehen wir davor. Jetzt kann sie die Karte nehmen. Aber nee, sie ist spastisch, tut mir leid. Spastisch behindert und deswegen kann sie die Karte nicht nehmen. Ja, seht ihr? Ja, jetzt ist mir scheißegal. Los, rennen. So. Hier ist alles im Eimer, sein Bild. Oh. Ja, Leute, wunderschöner Moment zum Schlussmachen. Also, es lief gut. Also, ja, ich habe Fortschritt gemacht. Ich meine, ich war zweimal im gleichen Raum. 18 Minuten im Spind, bin viermal gestorben, bin nervlich zusammengebrochen. Das ist Alien Isolation, meine Freunde. Bis zum nächsten Part. Hoffentlich wird er voll cool. Hihi.